Hi zusammen, heute geht es wieder um ein Thema, das euch natürlich brennend interessiert und ganz ehrlich, mich auch. Und vor allem ganz, ganz viele Amateure, auch Top-Spieler, Spitzenspieler, sind sich da immer noch nicht so ganz im Klaren, was die Drehung betrifft. Ich habe auch beim letzten Video habe ich euch über die Drehung, was die Schulterdrehung, die Steilheit der Schulter, je mehr ich mich beuge, wie die Schulter an sich tatsächlich gedreht, in Anführungszeichen, werden muss, weil tatsächlich mit einem Wedge, wenn ich sehr tief stehe, ist es ja eigentlich mehr auch hier ein nach unten kippen gefühlt fast als eine Drehung. Ihr müsst euch immer vorstellen, das Wort Drehung, das kommt letztendlich, so wie wir eigentlich uns eine Drehung vorstellen, aus der aufrechten Position. Ja, also wenn man sich jetzt aufrecht hinstellt, dann ist es für uns hier eine absolut einwandfreie Drehung. Ich drehe mich nach hinten und ich drehe mich nach vorne. Genauso mit der Hüfte. Wenn ich aufrecht stehe, dreht sich die Hüfte einwandfrei. Für mich jetzt nach rechts und dann nach links. So, was wir allerdings nicht vergessen dürfen, ist, dass wir uns beugen, dass wir gebeugt sind. Sogar mit dem Driver sind wir gebeugt. Deswegen darf dieses Drehungsgefühl nicht so sein wie im Aufrechten, weil wenn man das nämlich sucht, dann hat man tatsächlich ja so ein bisschen so ein Hirnquatsch, weil das funktioniert so nicht. Ja, also wenn ich mich beuge, vor allem wie ich das jetzt gerade schon gesagt habe mit den Schultern, dann ist es eher ein nach unten drehen bzw. ein nach unten bringen. Obacht, Obacht, es soll definitiv kein Kippen sein. Es ist schon eine Art Ausweichen der anderen Schulter, aber es ist keine runde Drehung. So, und das ist jetzt die Schulter, und da habe ich euch jetzt vor ein paar Wochen schon ein Video drüber gemacht. Jetzt geht es aber tatsächlich um diesen Kollegen hier oder um die Kollegin, die Hüfte. Weil auch hier die meisten denken, es ist eine Drehung. So, wenn ich jetzt einen Schwung mache und wirklich denke, dass die Hüfte drehen muss, ihr seht selber, was dann der Schläger macht. Ja? Also halt auch die Schulter folgt dieser Drehung, es kommt alles stark nach vorne, was ja auch so ein bisschen das Leid der meisten Golfer ist, dieses von außen kommen, den Schläger nach vorne schmeißen. Und es kann alleine schon an diesem Denkthema sein, weil ja immer überall gesagt wird, die Hüfte dreht zu schlecht. Und ich höre auch leider ganz viel Schüler oder Leute, die ich kennenlerne, die sagen, mein Pro sagt, ich drehe die Hüfte nicht schnell genug. Das kann ganz gut sein, bloß letztendlich muss man das auch erklären, wie die Hüfte denn dann eigentlich richtig dreht. So, also nochmal, das ist das aufrechte Drehen. Wir sind jetzt gebeugt. Der Popo geht sportlich nach hinten. Ich habe hier einen Oberkörperwinkel, der auch gleich bleiben sollte. Jetzt ist die Drehung nicht mehr horizontal, sondern ein bisschen mehr nach unten. Das heißt, es fühlt sich eigentlich auch hier an, wie mehr hier die linke Seite nach unten bringt, die rechte geht aus dem Weg. Und genauso ist es die andere Richtung auch. Ja? Also die Hüfte per se dreht jetzt nicht mehr in dem, aber ihr seht selber, was dann schon passiert. Mein Oberkörper geht hoch und dann heißt es wieder, ja, ich weiß schon, ich muss länger unten bleiben. Wenn ich die ganze Zeit denke, meine Hüfte muss drehen, dann kann ich gar nicht unten bleiben. Also, wie könnte sich das jetzt für euch anfühlen? Die Übung ist am besten, ist jetzt gerade schwierig, weil da bräuchte ich tatsächlich was etwas fixiert. Ihr nehmt ein Theraband, lasst jemanden draufstehen und nehmt die Enden von einem Theraband bzw. von so einem Gummiband und zieht die mal nach hinten. Ja, wenn ihr das macht, das ist dann letztendlich, wie die Hüfte sich dreht, in Anführungszeichen. Es ist keine Drehung mehr, so wie man sich das vorstellt. Das ist eigentlich mehr ein Ausweichen. Ihr könnt es dann natürlich auch über die Beine machen. Über die Beine habe ich natürlich auch schon ganz viele Videos gemacht. Die Beinarbeit, beziehungsweise zwei Videos über das linke Knie, dass sich das linke Knie beugt und linke Knie streckt, ist letztendlich genau das, wovon ich jetzt spreche. Dass quasi das rechte Bein wird gerade, es streckt sich jetzt nicht, aber es wird gerade, sodass die Hüfte nach hinten gehen kann, und dann ist es letztendlich hier auch wieder ein Wegziehen in die linke Ferse. Rechte Ferse, linke Ferse. So, und wenn ihr jetzt halt aufrecht steht und wieder eure Hüftdrehung macht, merkt ihr auch, im Aufrechten drehe ich mich auch in die rechte Ferse und im Aufrechten drehe ich mich auch in die linke Ferse. Und so müsst ihr das dann aber auch im Beugen machen. Wenn ihr jetzt allerdings die ganze Zeit dreht, merkt ihr, ich falle hier nach vorne, ich komme hier eigentlich nie so richtig in die Ferse rein. Also letztendlich, um das jetzt noch kurz zu machen bzw. zu beschleunigen, ihr müsst euch das rechte Bein ein bisschen strecken. Ihr geht hier nach hinten und geht dann in die andere Seite auch wieder nach hinten.
Okay? Versuche euch das jetzt mal kurz vorzumachen. Diese Anregung war auch öfters schon mal da, dass ich doch mehr Schläge zeigen muss. Ich erkläre euch das aber lieber, bevor ich irgendwelche Schläge zeige, weil ganz einfach aus dem Grund, der Golfschwung passiert dann so schnell, dann kann man es eigentlich gar nicht gut sehen. Also ihr seht hier, rechtes Bein streckt, Popo geht nach hinten und dann geht es eben auch so. Also es ist diese Bewegung. Linkes Bein strecken. So, probieren wir es mal. So, jetzt habt ihr gesehen und das werdet ihr auch wieder im Fernsehen sehen bei den ganzen anderen Pros, dass letztendlich das Beinstrecken, diese Clearing the Hip, nennt sich das auf Englisch, das passiert als allererstes. Und das ist dann diese Hüftdrehung, von der immer gesprochen wird. Und wenn euer Pro sagt, ihr müsst die Hüfte ein bisschen schneller aus dem Weg bringen oder schneller bewegen, dann lasst euch von ihm führen, wie ihr das meint, weil letztendlich die Hüfte aus dem Weg bringen ist nach hinten, nach in die Ferse, weg. Das heißt, das Bein wird gestreckt. Es ist nicht eine Drehung per se. Also das kann ich euch mit gutem Gewissen sagen, dass das absolut richtig ist, dass die Hüfte so nicht mehr dreht, sondern dass es ein Wegziehen ist nach hinten und wieder nach vorne, dass die Beine sich ein bisschen mehr strecken. Ganz einfach aus dem Grund, ich kenne das Thema von mir selber, arbeite da schon seit Jahren selber dran. Und es ist nicht so leicht. Deswegen ist ja das Schöne, dass man im Golfschwung immer was zum Arbeiten hat. Also, jetzt freue ich mich auch wieder auf euer Feedback, auf eure Fragen, falls ihr welche haben solltet. Und natürlich auf eure Erfahrungen. Ja? Hat euch euer Golflehrer das auch schon so beigebracht? Wie macht ihr das? Ist euch das klar gewesen oder eher nicht? Ich freue mich da. Jeder weiß, dass ich versuche, alles zu beantworten. Ich freue mich über Post auf Instagram und hier auf YouTube. Jetzt viel Spaß beim Üben und viel Erfolg. Bis dann. Ciao.